Dunkel war's, der Mond schien helle auf des Lordes fette Pelle. Willkommen zurück zu Risen 3. Ich dachte mir, ich fange mal mit dem epischsten Reim unseres Jahrtausends an. Ja, heute wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen im Tal, wo früher die Zuckerfarm war. Hier liegt noch was Todes rum, also ein bisschen was haben wir hier schon erledigt. Wir lassen uns ganz entspannt Zeit, bevor wir wieder 150.000 Gegner in die Arme rennen. Hier ist nichts weit. Oh! Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Können wir gleich mal aktivieren hier. Rup. Geht doch. Na, 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 na. Das war übrigens eins der geilsten Lieder aus Risen 2, finde ich. Dieser Credit-Song. Der war so genial. La, 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 la. La, 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 la. La 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 la. Da bitte schön, hol's Knochel. Na los, hol dir die Keule. Hol die Keule. Das sei ein ganz lieber Hund. Oh Gott. Hallo Scherge, ich bin nicht der Overlord, also geh weg. Ich meine, ich bin schon der Overlord, aber du bist keiner von meinen Schergen, das sehe ich sofort. Hatte mir auch einer mal in den Kommentaren geschrieben, eigentlich müsste ich mich mit den Schergen gut auskennen, so als Overlord und so, aber das sind definitiv nicht meine. Meine stinken nicht so abgrundtief, hässlich und widerlich. Oh, wie die stinken. So. Ach so, du bist ein Golem. Du hast da was an der Schulter, das sieht ungesund aus. Eisengolem. Du kannst Fingerfertigkeit steigern. Brauche ich das? Was ist denn Fingerfertigkeit? Das ist doch... Ah, das ist das Diebesgelump. Na, das können wir ja gerne mal steigern. Ich habe Eisenerz erhalten, weil ich so schön bin. Und ich bin schon wieder fast am Abnippeln hier. Gib mir mal einen ordentlichen Rum jetzt hier. Bevor ich rumkugel, nehme ich lieber eine Rumkugel. Ah, ha, 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 bams, ha, 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 bams, ha, ha, bams, ha, ha, bams. So. Hab was getötet, wer ist stolz auf mich? Zeig mal, wie man das macht. Hier, mit einem Schlag habe ich den ganz alleine gepackt. So kämpft man heutzutage. Du Quarkkopf. Habe ich sie gegeben? Da gehst du jetzt flennen, oder was? Was haben wir denn hier unten noch? Oh, Feuervögel. Der eine ist am Pennen. Richtiger Penner. Bombs. Zong. Ah, 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 ah! Och, Feuervögel, geht mir nicht auf den Geist. Och, Feuervögel, lasst mich doch mal in Ruhe jetzt. Fernkampf, Magie und Geist will ich alles nicht steigern. Hast du gut gemacht. Was ist jetzt mit Plündern? Das ist ein Vogel. Ich will jetzt einen Bräuler haben. Na dann halt nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Blöder schwarzer Ghoul. Mit dir lege ich mich jetzt nicht an. Oh, noch mehr Feuervögel. Vom Regen in die Traufe, wisst ihr? Ich war das nicht. Wenn man hier so komische Geräusche macht. Och, meine Fresse. Ich hasse das, wenn ihr meine Angriffe immer unterbrecht. Bestialisches Monster der abgrundtiefen Blödheit.
Endlich hat der Kampf ein Ende. Hör doch mal auf, solche Geräusche zu machen. Was stimmt denn nicht mit dieser Welt? Hier ist ja alles hinüber. So. Könnte ich ausrasten, wenn ich immer so blöde Geräusche ertragen muss. Da kriege ich doch Angst. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Da sind die Höhe aus der Mount Everest. Noch so ein Schattenbiest. Ich glaube sowieso, der Mount Everest ist ein ziemlich fauler Berg, weil Everest... Okay, der war jetzt noch flacher als sonst, aber... Kommt schon. Habt ihr von mir jetzt ernsthaft einen coolen Spruch erwartet? Ist so, blöder Gaul. Gib mir sofort das Blatt. Ich futter noch ein bisschen Provi rein. Wo ist denn der andere Lappen? Den finde ich gerade gar nicht. Wer weiß, wo ich den hingekloppt habe. Ah, da unten ist ja auch das Gebäude der Zuckerfarm. Aber wo ich den anderen Lappen hingetroschen habe, das ist gerade gänzlich unbekannt. Ich kann es aber auch nicht ändern. Was weg ist, ist weg. Was tot ist, kann niemals sterben, so. Jetzt also, oh mein Gott, Lord Peter hat ein Game of Thrones Zitat gebracht. Hier stöhnt was recht seltsam. Sind das Kobolde? Die schnarchen schon wieder so. Die Zuckerrohrfelder sind wohl dahin. Uns kann es nur recht sein. Hier sitzt aber noch ein Eingeborener. Hier jetzt weniger besoffen. Ganz ruhig, alles gut. Kapusheku? Ja, genau das. Genau das, was du gesagt hast. Das sehe ich auch so. Wollte ich schon immer mal loswerden. Ah, der Koch. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Ein Mann sollte nichts tun, was ein Mann nicht tun will. Hab ich nach deiner Meinung gefragt? Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Aber? Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist, ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben, in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Entschuldige, meine Güte. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Oh. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Ich bin noch nicht gut genug. Ach komm! Was hält dich hier noch auf Takarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Ja. Und jetzt sitze ich hier mit den... Oh Gott, ist das Pech. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bitte was? Ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Das kann doch nicht sein. Die Soldaten schmeißen die Zivilisten aus dem einzigen... Was ist denn mit der Inquisition passiert, ganz ehrlich? Die sind ja schlimmer als alle Piraten. Die gehören doch alle aufgeknüpft. Woher kriegen die Soldaten da krieg ich Wut. Essen, wenn der Koch fehlt? Essen? Die kriegen Fraß und kein Essen. Panschen einfach alles zusammen, was sie von Bord geschleppt haben. Die schönen Zutaten. Da kann man ja gleich ein paar Warzenschweine in einen Latz umbinden. Brauchst du Hilfe? Da brat mir einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Ja. Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre... Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Dein Vogel war ein Mensch.
Ein Mensch? Junge, bist du betrunken? Nee, ich weiß, wer das war. Nein, ich rede von Magie. Ich will von diesem Hokuspokus nichts wissen. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts. Ach komm. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Aha, macht Sinn. Zack. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Ich habe halt nur keine Ahnung, wo der sein hässliches Dingenslager hat. Ich hack dir die Hände ab. Bitte was? Warte, du Feigling! Feigling? Ich hab nur was geklaut, das ist doch nichts Schlimmes. Ich nix Huhn. Du sein Huhn, du Arschloch. Ich dich braten wie Bräule auf das Grill. Komm schon. Nachtigall, ich höre dir rapsen. Ich bin beeindruckt. So, ist ja gut. Verprügel mal den Koch nicht so. Danke dafür. Danke dafür. Wo ist denn der andere? So habe ich von dem nichts klauen können. Weil der nix hatte wahrscheinlich. Und wenn einer nix hat, dann hat er nix. Wenn wir zusammenhalten, schaffen. Was wäre denn schon... Och nee, jetzt komm. Ich wollte doch nur mal die Berge auskundschaften. Weil ich habe echt keine Ahnung, wohin die Bestie geflogen ist. Jetzt lass mich doch einfach auch mal zuschlagen. Mann, so viele auf einen ist echt zum Kotzen. Verschwindet! Ich hab keine Geduld für solche elenden kleinen Arschköppe. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Kämpft gefälligst nicht so feige. Ich hab mit einem Vieh schon zu tun, weil das Kampfsystem hier so komisch ist, dass die alles blitzschnell angreifen können, nur ich nicht. Ja, komm. Verschwinden Sie bitte. Weg. Ich will das nicht. So ist das nun mal. Als ob der verärgert ist, der Penner. Weil auf der Karte wird mir ja auch nichts angezeigt. Menschenskinder, Takarigua. Auf der Karte markieren, kann ich jetzt gucken, wo das Raubgut ist oder was? Osorius Geldbeutel, aha. Aha, okay, okay, aha. Naja, wir machen aber erstmal hier noch weiter. Gab es hier nicht irgendwo mal eine Höhle? Wo bin ich denn überhaupt? Hier bin ich. Wenn das alles kaputt ist, sieht das so anders aus. Aber hier hinten müsste eigentlich noch eine kleine Höhle irgendwo auf uns warten. Die wir natürlich auch gerne auskundschaften wollen. Zumindest liegt hier noch ein bisschen was Essbares. Ich war das überhaupt nicht. Igitt! Igitt! Nehmt's weg, bitte! Oh, ist das widerlich! Ich hasse diese Spinne in diesem Spiel! Oh, ist das ekelhaft. Ah, nichts wie weg hier. Das ist ja so widerlich. Oh, die kleine Höhle hat's verschüttet. Ah, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg, such dir Freunde. So. Ich bin voll in der Stresssituation gerade. Es tut mir leid. Ich hasse diese Spinnen hier. Die sind so ekelhaft. Krieg ich richtig Panik, wenn die auftauchen. Das sind keine... Ja! Muss denn hier hinter jeder Ecke was sein, was mich erschrickt, sag mal? Weg. Push. Verschwinden Sie.
nichts zu mitnehmen, das ist aber tragisch. Gib das sofort her, du Sau. Nun schauen wir mal, was hier oben noch vor sich geht. Ah lol, wenn man sich eine Quest markiert, hat man sogar einen Pfeil unten in der Minimap. Ist ja mal lustig. Gib mir sofort den Goldklee. Und hier wird es ja auch schon grüner. Aber nach Takarigua will ich jetzt noch gar nicht. Mein Kumpel, es tut mir mega leid. Aber wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Es ist mir scheißegal, ob ich weitergehen will oder so. Ey, jetzt kommt. Ich will doch nur hier lang. Habe ich ja jetzt schon verkackt. Kann ich mich hier nicht irgendwie so ein bisschen hochbacken? Backe, backe Kuchen. Der Lodi hat gerufen. Na, ich bin doch fast oben. Nicht euer Ernst. Ich dachte, ich wäre da, wo ich sein will. Ich gehe am Stock. Bin ich jetzt gelandet? Ist doch auch schon wieder... Nee, Fackel wollte ich nicht. Ich wollte das. Komm schon, du schaffst das. Du blöder Vogel. Wo bin ich? Hier bin ich. Den sein Ernst, das den sein Schatz nur... Oh mein Gott, und ich suche mich tot. Ganz ehrlich, ich suche mich tot. Dabei ist den sein Nest direkt hier. Ach du Heilige. Durchs halbe Tal bin ich geflattert auf der Suche nach diesem Rotz und es war kein... Oh, ist das fies. Doppelbüchse, Käse, Grog, Schreibfeder und ganz viel Papageienfluggesindel. Bist du der Kerl, der Osorio beklaut hat? Meinst du den fetten Koch von der Plantage? Den habe ich tatsächlich um ein paar Goldstücke erleichtert. Hat sicher eine ziemliche Fresse gezogen, als ich seinen Goldbeutel in meinen Krallen hatte. Ich habe dein Versteck gefunden. Aber das ist unmöglich. Heißt das, du hast meine Beute eingesackt? So sieht's aus. So ein Mist aber auch. Vor euch Pennern ist auch nichts mehr sicher. Ey, du bist hier der Pirat. Jetzt stehe ich wieder mit nichts da. Alles halb so wild. Trink dir einen. Du hast doch nicht etwa ein schlechtes Gewissen? Nö, aber ich bin nett. Trotzdem danke. Frustsaufen ist jetzt wohl eh angebracht. Ich mach dann mal weiter. Was wirst du jetzt tun? Du stellst Fragen. Ich werde meinen Raubzug von vorne beginnen. Mittlerweile verstehe ich mich so gut aufs Fliegen. Da brauche ich diese Voodoo-Puppen nicht mehr. Wenn du also etwas Platz machen würdest, ich muss Anlauf nehmen. Dann guten Flug. Danke, Alter. Den werde ich haben. Seele Aber bevor zwei. Ich abhebe, will ich, dass du die Augen schließt. Warum? Ich kann einfach nicht, wenn mir jemand dabei zuguckt. Na schön. Gut, dann will ich mal. Bis bald. So ein Trottel. Und wo ist der jetzt lang? Was für ein Lappen! Ich komm grad nicht klar. Ist der echt hier runtergeschaut? Da liegt er! Das ist wirklich herrlich. Also so ein Idiot. Aber ich konnte auch nicht anders. Ich habe gewusst, dass ich da Seele minus bekomme, wenn ich das sage. Aber ich musste das einfach sagen. Weil ich es ihm echt nicht zugetraut habe, dass der wirklich so eine Scheiße macht.
Geht weg, ihr Raben. So, und wir positionieren uns nämlich schon mal hier in der Gegend. Denn beim nächsten Mal, Freunde, werden wir nach Takarigua reingehen und dem Sebastiano eine auf die 12 geben, wenn der wirklich so ein riesiges Arschloch ist. Wir müssen allgemein mal schauen, was hier überhaupt los ist. Wahrscheinlich kriegen wir erstmal aufs Maul, weil irgendwie Zivilisten sind ja hier gar nicht erwünscht. Bin ich mal gespannt. Jedenfalls, für heute ist Schluss. Bis zum nächsten Mal, euer Lord Peter.